Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielleicht kennt ihr das Problem auch bei eurem Kinderwagen von ABC Design. Ihr seid unterwegs und ja, wollt vorwärts kommen und jetzt blockieren hier so ein bisschen die Vorderräder, drehen gar nicht mehr richtig ein. Das liegt daran, dass sie verschmutzt sind, gerade bei so Witterungen wie heute im Winter oder wenn man im Wald unterwegs war, auf dem Feldweg, dann verschmutzen die Räder relativ schnell. Und das kann dann dazu führen, dass hier die Beweglichkeit im Gelenk nachlässt. Und was man dagegen tun kann, möchte ich euch jetzt hier in meinem Video zeigen. Wenn euch das übrigens gefällt, könnt ihr an der Stelle gern schon mal einen Daumen nach oben da lassen und vergesst auch nicht, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren, um keine weiteren wichtigen Videos mehr zu verpassen. Und außerdem unterstützt ihr mich damit wahnsinnig bei YouTube. Ja, wir legen los. Das Problem liegt tatsächlich hier in den Rädern, weil die verschmutzt sind. Und mit einem Klick hier oben drauf könnt ihr das Rad ganz einfach entfernen. Und dann schauen wir uns einfach hier mal die Radaufhängung sozusagen an oder das Lager, womit das Rad eingelagert ist. Und man kann schon sehen, hier ist wirklich ziemlich viel Verschmutzung dran. Erstmal nehmen wir einfach ein Tuch und wischen das einmal ab, dass wir so die grobe Verschmutzung schon mal wegbekommen haben. Ihr könnt auch gern hier unten mal reinschauen, einfach dann das Tuch nehmen und mit dem Finger, das kann ich jetzt schlecht abfilmen, einmal auch sauber machen. Auch da holt man eine Menge Dreck raus. Ja, und wichtig ist, dass man es jetzt auch noch mal ein bisschen sauber macht. Dazu eignet sich gut so ein WD-40 Öl, ja, ein Reinigungsöl, ein Silikonspray etc. könnt ihr dafür nehmen. Das geht alles ganz gut. Ich kann euch das WD-40 mal unten in der Videobeschreibung verlinken, bekommt ihr aber auch in ganz vielen Baumärkten zu kaufen. Und ich sprühe jetzt einfach mal hier unten so ein bisschen rein, sprühe nochmal auch hier die Radaufhängung ein, wische das Ganze auch nochmal ein bisschen sauber, weil sich dadurch nochmal tatsächlich auch Schmutz löst. Und dann sprühe ich das jetzt noch einmal ein bisschen ein und dann hängen wir das Rad einfach hier unten wieder ein, drehen es ein bisschen, man merkt jetzt auch schon mit der Hand, dass es viel, viel leichter geht. Und das Ganze wiederholen wir natürlich auch für die andere Seite, da funktioniert es genauso. Wichtig ist aber, dass man beide Seiten macht, nur dann ist das Problem auch behoben. Wenn ihr jetzt euren Kinderwagen schiebt, werdet ihr merken, dass die Räder wieder wie am ersten Tag sind, als ihr den Kinderwagen neu gekauft habt. Kein Blockieren mehr, gar nichts. So einfach kann man das Problem innerhalb von wenigen Minuten lösen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, vor allem auch weitergeholfen. Wenn ja, lasst gerne einen Daumen nach oben da, abonniert gerne hier meinen YouTube-Kanal und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Bis dahin!